Darf ich jetzt wieder? Oi. Okay. Fußballfeld. Mal schauen. Schon wieder. It's quite something, isn't it? Yeah, it is. You ever seen anything like it? They must be well happy at the observatory place. They're probably all partying there right now. This is right, boss. It is. Right. That's me. Short leash. Kids up half a night, bloody teething. Mrs. will kill me if I'm gone too long. Good night, mate. Good night. Okay. Die zwei können wohl relativ gut miteinander. Wieso steht denn hier die? Oh, das ist ja cool, dass sich das Wasser in der Pfanne so ein bisschen sammelt. Nice, gefällt mir. Aber seit wann ist dieses Häuschen hier offen? Die sind ja sonst immer alle zu. Interessant, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das war das von vorhin. Okay, warte mal. Ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen durcheinander, wo wir noch nicht waren und wo wir schon waren. Wir gucken jetzt hier erstmal ein bisschen durch. Okay. I tried to leave the observatory, but couldn't. I stood at the gates, but couldn't conceive of a world outside. The strangest feeling. As if the valley, Stephen, everything was simply irrelevant. An idea of something, not a something itself. I'm losing track of time. Of whether I'm asleep or awake. My fingers have gone numb at the tips. It's like they still feel, but what they feel is no longer for me. Like the signal has been hijacked. Oh je, yeah. Kate wird irgendwie so ein bisschen eingenommen von dem ganzen Mist, habe ich das Gefühl. Ich frage mich halt, was ist mit ihr passiert? Weil sie ist somit die Einzige, die Kontakt zu diesem komischen Licht aufnimmt. Und der noch nichts passiert ist. Ist das hier zufällig die Main Hall? Dann wäre das hier nämlich das Telefon, das ich vorhin gehört hätte. Das wäre ja gut. Geh schon auf. Hallo. Hi, this is Kate Collins and Stephen Appleton. Leave a message. Stephen, it's me. I'm leaving. I've waited as long as I can. If you are there to meet me, I'm leaving for the station now, but I am going anyway, whether you're there or not. But I love you. Please be there. I love you. Yeah, no one. Was soll ich denn dazu jetzt sagen?
Ich hoffe einfach nur, dass sie es rausgeschafft hat. Aber ohne dieses elendige Sackgesicht. Ach, geh mir mal aus dem Licht, Kollege. We're not even really talking at the moment, if I'm honest with you. I've been sleeping in one of the empty chalets. Otherwise, we just sit there in silence. And then he goes off and pretends he's not drinking from one of his secret little stashes. I pretend I ain't noticed, and then when we go to bed, it's all I can do not to scream. I don't know why we're still together. Except I do. Still love him. You remind me of Mary when she was your age. If we'd had a daughter, I'd have been proud if she'd turned out like you. You don't have to say that. Just talk to Robert. Tell him you know he's drinking again. You two can work it out together. I know you can. I wish I had your faith. I just don't want to be the person who stayed because they were afraid to move. I know you can't dwell on the past. I know that, but sometimes you do just think, don't you? What if the accident hadn't happened? I could have been anywhere right now, rather than stuck here, rehearsing Peter bloody Pan and fixing tumble dryers for the umpteenth time. Oh, Frank, you are an angel. Don't be daft. You're still young, Lizzie. You got plenty of time to be whoever you want to be. Just don't keep using that leg of yours or that husband as an excuse. So viel dazu. Uiuiuiuiuiui. Gut. Dass sie sich halt irgendwie eine Ablenkung sucht wegen ihrem Mann, ist irgendwo verständlich. Aber bitte doch nicht in Form eines anderen Mannes. Also, weißt du, was ich meine? Das macht man einfach nicht. Und selbst wenn Steven ihr irgendwie Angebote macht, dann geht man als Frau nicht drauf ein. You shouldn't be smoking, you know. Not in your condition. It's Stephen's fault. He got me started again. I'm not going to try and stop you, but the weather's looking pretty rough. There's a storm coming. That's what Stephen said. He said he'll meet me, but there's things he has to do first. He seems to think that all of this is connected to him. I don't know. I'm going anyway, whether he comes or not. I'm assuming Stephen has thought of a way through the quarantine. Well, he's clever. You gotta give him that. Do you trust him, though? Well, I love him. So I'd hope that was good enough. I hope so, too. Listen, if you can't get through, for whatever reason, I'm getting people together at the village hall, rounding up stragglers, that sort of thing. Yeah, I've got all the campers together here, doing a show. Peter Pan. The kids love it. It'll take their minds off things. And did you see that? Thank you.
This is a public service announcement from Hamilton District Council Emergency Measures Committee. Road and rail closures are being implemented to help contain the outbreak of influenza. Please remain calm and indoors. Local community leaders, head teachers, scoutmasters, and members of the clergy will act as your representatives during this period. Be sure to report any symptoms of illness. Ich laufe hier gerade so ein bisschen ziellos durch die Gegend, einfach um so Sachen wie hier noch zu finden, eventuell, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen. Ja, bitte nicht wundern. Are now operating together, and I've got the reception up to the red zone, but it's not enough. I'm going to try and route the signal through Tower 6 to create a singular point of reception and re-coordinate the optical array, which should, in theory, focus a signal spike on the point of origin. If I conceptualize this origin point as a seventh tower, then it makes a kind of sense. Kind of. I think we're moving so far beyond everything I understand about physics. Anyway, it's gotta be worth a shot. Okay, Kate setzt jetzt alles Mögliche in Bewegung, was nur geht, um diesem Ding endlich irgendwie einen Weg zu geben, mit ihr zu kommunizieren. Irgendwie hoffe ich, dass das funktioniert. Aber irgendwie habe ich auch so ein bisschen Angst davor. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, das da vorne müsste eigentlich jetzt der Swimmingpool sein, ne? Kann das? Kann das oder kann... Ja, natürlich, siehst du mal. So ergibt doch alles wieder einen wunderschönen Rundgang hier. Okay. Hier ist nichts. Dann gehen wir noch kurz hier rüber und dann führen irgendwie alle Wege nicht nach Rom, sondern da unten zu diesem See. Ist denn hier noch irgendwo eine Tür auf oder sowas? Tag! Ja, krieg dich wieder ein, Kollege. Ich guck ja nur, ob hier noch irgendwas ist, was ich vielleicht noch mitnehmen könnte. Krieg dich mal wieder ein. Das Geile ist, sie steht tatsächlich immer noch. Ich finde es so gut, dass das Spiel das einfach übernimmt. Keep out. Ach, hier ist noch einer. Okay. Gut zu wissen. Das machen wir gleich. Wie gesagt. Jetzt sag mir aber nicht, dass Lizzie hier irgendwie über den See abhauen wird. Nee, macht ja gar keinen Sinn. Oder? Nee. Im Leben nicht. Obwohl, dann würde sie ja theoretisch hinter dem Observatorium wieder irgendwo rauskommen. Also funktionieren wird es wahrscheinlich schon. She's done a runner. Don't say that, Reese. She wouldn't do that. Would she? What about Dylan? She's not exactly jumped at the chance of looking after him, is she? She just left you to it. She's not coming back. Then let her go. She's always thinking of everyone else. There must be something important she needs to do. It looks like you're in charge now. So I guess this means we're not leaving, are we? Spain can wait. Listen. You get back in there, and you make this the best bloody Peter Pan ever performed in England. And I'm gonna go and get your mum and dad. Promise me you'll come back. I promise.
Och Mann, also irgendwie, die zwei tun mir ja schon irgendwie leid. Sie scheinen sich ja tatsächlich zu lieben, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Oh Mann, ey. Ach komm, Kollege, halt doch einfach die Fresse. Du weißt doch genau, was hier abläuft. Was? Oh, warte mal eben. Da steht noch eine Tür auf. Ha! So viel dazu. Okay, jetzt macht sie mir Angst. Jetzt macht sie mir tatsächlich Angst. Ich weiß, dass wir da hinten noch das eine Event haben. Ich hab's nicht vergessen. Aber ich versuche euch halt so viel wie möglich davon zu zeigen. Und ich will jetzt nicht hier irgendwie ein Event auslassen, das noch irgendwie was zur Story beitragen kann. Mich hier nicht hoch? Ernsthaft? Du kannst nicht über diesen dämlichen Stein rüberklettern? Was bist du bitte für ein Heinzelmännchen? Seufz. Erstmal voll mit der Schnauze durch die Blumen gerannt, ey. Gut, dann gehen wir halt außen rum. Weißt du, vorhin habe ich noch gesagt von wegen, ja, Kate ist so die Einzige, der noch nichts passiert ist. Di, whatever's wrong, you look terrible. Mrs. Graves. Sean's baby Dylan's, are you alright? He's fine. Di, come on. It's okay. Let's get you a cup of tea. Mrs. Graves, I need to tell you. Leave it, Di. Do you try and get out of the valley? All the roads are shut there. I know. I was driving really fast, but the other car was on the wrong side of the road and... Oh God, I think Di, for fuck's sake, leave it. It's alright. Hey, you're alright. Sean's all right, baby Dylan's all right. That is what matters. Everyone's all right. But no. Now I need your help. Some of the children, they're getting quite frightened. So Rachel and I, we decided to push forward the show, keep them occupied. You said the other night you play piano. Can you help with that? Yes, yes, I suppose so. But Mr. Graves, Rob... Can look after himself. He's a big boy now. Don't worry. Just head to the hall and find Rachel. She'll tell you what needs practicing. Okay, thank you, Mrs. Graves. And Sean, go and find Reese, please. See if he needs some help. Yeah, of course. Go on. Oh, Robert. Moment mal. Der Autounfall, den wir gesehen haben, das war Diana? Und sie hat Robert gekillt? Ernsthaft? Was? Ich dachte, aber damals, also damals, Anführungszeichen,
Halt doch die Fresse. Da hat es aber so ausgesehen, als ob sie und Sean das Auto in dem Graben gefunden hätten und nicht, dass sie da drüber gefahren wäre. Oder was weiß ich. Also war das Diana? Ach du Scheiße.